finish of the year. Helmut Telle. And the Jingle Bells. Letzte Show in diesem Jahr. Letzte Sendung. Meine Damen und Herren, und ich muss sagen, Kompliment an Sie alle hier im Studio, dass Sie heute hier sind. Blitzeis. Was haben wir Deutschen nicht alles hinter uns gebracht? Blitzkrieg, Blitzsieg, Blitzableiter, aber jetzt Blitzeis. Heute Morgen rausgegangen. Wow! Oder? Und Sie haben es rechtzeitig geschafft. Entweder Sie waren in Ihrer Heimatregion nicht vom Blitzeis betroffen oder Sie sind rechtzeitig losgefahren. Habe ich recht? Man muss nur ein bisschen mitdenken, dann kommt man auf die Lösung. Falls Sie zu Hause jetzt uns sehen, eingegipst und sagen, hätte ich doch mal gestreut. Toi, toi, toi. Gute Besserung. Falls Sie es wie ich gemacht haben, sich eine halbe Stunde in den Wagen setzen und bewarten, bis die Scheiben aufgetaut sind. Man möchte die Nachbarn nicht wecken mit dem Kratzen, ja. Meine Damen und Herren, es war ja nicht nur glatt oder heute in Deutschland, es war ja spiegelglatt. Ein Begriff, der viel zu sehr in Vergessenheit zu geraten droht. Spiegelglatt ist das Pendant des Winters zum im Sommer drückend heiß. Es ist für uns in der neuen Mitte nicht mehr heiß. Es ist drückend heiß. Und was Hans Eichel heute wieder bekannt gegeben hat in Berlin, wohin mit dem ersparten Geld? Also man rennt ja bald zum Finanzamt und sagt, bitte, 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 nehmt doch was von mir. Nichts, meine Damen und Herren. Diese Regierung, man könnte fast meinen, die machen jetzt den Laden klar, wo es mit der CDU, ich will nicht sagen, zu Ende geht, aber wo es ein bisschen Trouble ist. Oder? Geschenke, Geschenke über Geschenke. Ich bin heute wirklich verantwortungsbewusst zur Arbeit im Schritttempo gefahren. Achten Sie bitte darauf, wie ich alle drei T's spreche. Im Schritttempo. Wirklich. Denn ich wollte Rücksicht nehmen auf die Studenten, die vor mir hergelaufen sind und gestreut haben. Wenn man heute, wie heißt das, wo man sagt, Schatz, könntest du auch mal wieder putzen? Fenster! Fenster, 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 Fenster. Wenn man heute Morgen aus dem Fenster geschaut hat, ja, und Menschen auf allen Vieren auf dem Bürgersteig, auf dem Gehweg oder auf dem Trottoir gesehen hat, entscheiden Sie selbst, welchen Begriff Sie für die asphaltierte Fläche vor Ihrem Eigenheim wählen. Wenn man Menschen auf allen Vieren gesehen hat, wusste man nicht, Glatteis oder Rückkehr von der Weihnachtsfeier. So, wirklich, ich dachte... Ich dachte, als ich heute Morgen in der Stadt war, in der Fußgängerzone, um noch die letzten Weihnachtsgeschenke zu besorgen, und als ich die Indios gehört habe, dachte ich mir, wieso spielen die merkwürdig? Wieso spielen die nur einen Ton? Mit der Unterlippe an der Flöte festgefroren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 43 Minuten netto vor Beginn meines Urlaubs sagen, wenn Sie an Weihnachten Schnee haben wollen, einfacher Tipp, Premiere ohne Decoder. Das ist schön. Aber es gibt einen Mann, für den wird Weihnachten vielleicht nicht ganz so fröhlich, immer mehr unter dem Druck seiner eigenen Partei, Dr. Helmut Kohl, the artist formerly known as Kanzler. Sie wissen, unschöne Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft in Bonn überlegt, ob sie nächste Woche vielleicht schon ein Ermittlungsverfahren einleiten soll. Eines braucht der Ex-Kanzler nicht zu befürchten, dass er eines Tages in Handschellen abgeführt wird. Denn bei ihm reicht es, glaube ich, höchstens für Daumenschrauben. Ich finde, die Symptome sind erkennbar. Sie müssen mal darauf achten. Wolfgang Schäuble, der Artist formerly known as Fraktionschef und jetzt als Parteivorsitzender, spricht nur noch von Dr. Kohl. Nach außen hin. Intern nur noch von Dr. Wehr. Ja, das sind die Symptome. Helmut Kohl verhält sich langsam so wie Besuch, wissen Sie, der auch nicht auf Sätze reagiert wie
Müsst ihr morgen auch so früh raus? Nee? Oder du lieber Gott, spät ist wieder geworden. Und sitzen bleiben und sagt, ich nehme noch ein Bier. Schwierige Situation. Schwierige Situation. Meine Damen und Herren, wir öffnen heute nicht nur das 23. Türchen unseres Adventskalenders. Wir wählen heute nicht nur den Liebling des Jahres 1999, sondern wir haben fabelhafte Gäste für den Jahresabschluss. Wir haben einen großartigen jungen Kollegen. Er ist vor wenigen Tagen zurückgekommen aus Hawaii, wo er einen Film gedreht hat für seine Sendung Stoke, das Fun Sport Magazine on DSF. Stoke auf DSF, kennen Sie doch. Ja, natürlich. Und dafür war er unterwegs und heute Abend ist er hier, zurück aus Hawaii, Nils Buckelberg. Und mein zweiter Gast. Mein zweiter Gast ist 18 Jahre jung, eine bildhübsche Abiturientin, eigentlich aus Bremen, lebt seit einigen Jahren in the beautiful city of Hamm. Und sie wurde unter vielen tausenden Bewerberinnen Platz 1 im Model Contest der Agentur Metropolitan, die Agentur, die sauber arbeitet. No sex, no drugs, nicht mal Rock'n'Roll. Nein, und sie wurde entdeckt bei unserer lieben Freundin Arabella in der legendären Arabella Kiesbauer Show auf Pro 7. Bei uns heute Abend zu Gast, 18 Jahre, macht im Mai Abitur. Sehr vernünftig, Girlies, ja? Könnt ihr euch ein Beispiel nehmen. Sieht toll aus und macht trotzdem Abi. Denn, ja, erst mal Schule abschließen. Leistungskurs Englisch und Geschichte für euch, die ihr mit Philosophie und Sport euch durchs Abi mogelt. Bei uns heute Abend Nele Clausen. Liebe Börsianer, sind Sie auch schon Knülle? Sind Sie schon dicht? Können Sie vor Stoff nicht mehr laufen? Das letzte Mal, wie heißt es jetzt heute? Heißt es eigentlich Bildschirmtext, heißt es Videotext oder Teletext? Wie heißt es eigentlich? Teletext heißt es, glaube ich. Ja? Teletext, Videotext? Sie wissen, was ich meine. Diese Zahlen auf NTV. 220 neuer Markt, 256 Euro Stocks, 265 Euro Stocks 50, 275 MDAX, 276 MDAX-Werte ab S. Und heute wusste man gar nicht mehr, wo man zuerst hinschauen sollte. DAX, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, um 17.24 Uhr und 93 Sekunden, 6.764 Punkte. All-Time-High. All-Time-High, ein Begriff, den ich nur von meinen Mitarbeitern kenne. Ja? Da muss man vorstellen. Jahresendrallye. Und was hat heute geknallt? Die Bankwerte. Allianz. Münchner Rück. Dann die Versicherungswerte. Dann die Bankwerte. Daimler. Nein, Deutsche Bank. Daimler ist ja keine Bank, oder? Mir hat immer gesagt, Daimler ist eine Bank, die als Hobby Autos baut. Nein. Deutsche Bank, Dresdner Bank, 6.700 Blumenkohlpunkte. Unglaublich, wirklich. Ich weiß, dass viele jetzt in deutschen Haushalten sagen, Mensch, DAX auf All-Time-High. Und Fadi, was haben wir davon? Seien Sie froh, werden Sie nicht leichtsinnig. Ein Sparbuch ist immer noch das Sicherste, was man haben kann. Willi, Jahresendrallye oder wie wir im Team sagen, Wüstenrottag. So ein schönes Gefühl, oder? Weltspartag. Weltspartag, hier für Sie drei Buntstifte. Weißt du, mit dem Kalender. Nee, das ist der letzte. Und ja, aber wer kriegt denn den? Für besonders gute Kunden. Das bin ich wohl nicht. Unglaublich, was ich so Bankangestellte alles rausnehme. Von unserem Geld. Ich gehe einmal in die Woche hin und lass mir mein Geld zeigen auf der Bank. Ja. Sind wir hier, 1000 Mark Sparbuch. Zeig mal her, hast du Kohle da? Okay. Vorsicht bei den Banken. Es ist ja so, in diesem Jahr haben viele an der Börse so viel Geld verdient, ja, dass sie sich jetzt was ganz Kaputtes, was ganz Dekadentes leisten, wo sie sagen, zum Jahresende lege ich einfach mal 100.000 Mark für 2% auf Sparbuch.
zu einer Volksbank oder zu einer Sparkasse, Raiffeisenkasse sein. Ja, hier. Sparbuch. Und was boomt an der Börse natürlich besonders? Handyhersteller. Handys sind der Renner Nummer 1 im Weihnachtsgeschäft. Sie werden schon knapp. Sie können schon gar nicht mehr ausgeliefert worden. Mit anderen Worten, ja, das Weihnachtsfieber ist bei vielen so schlimm, die meisten Handykunden leiden schon an akuten Beckenbauer. Sie wissen, er sieht den ganzen Tag nur noch Weihnachtsmänner, wohin er schaut. Und ich bin gespannt, wie viele, die an Weihnachten, an Heiligabend das Handy aufschauen und sagen, Mutti, die Grundgebühr ist aber nicht drin. Wie gefällt Ihnen eigentlich diese total super lustige D2-Mannesmann-Familie? Sie wissen, in der Werbung, ja, die im Wohnzimmer sitzt und wartet. Und dann kommt doch dieser Typ und ich warte, bis ein Typ durch den Kamin kommt und sagt, hallo, von Vodafone, aufgekauft. Ja, jetzt kommt der Scherz für alle Oberstudienräte. Ja, ich finde, der tolle Scherz mit kritischer Note. Ich finde, wir telefonieren in Deutschland nicht nur immer häufiger schnurlos, sondern vor allem grundlos. Ganz schön medienkritisch. 7% aller Ossis würden im neuen Jahrhundert gerne mal zum Mond fliegen. Umfrage in Ostdeutschland. Was wünscht sich im neuen Jahrhundert? 7% sagen, ich will zum Mond. Oder? Ja. Zum Mond fliegen. Oder, wie die Ossis sagen, hochmachen. Wir haben auch hochgemacht. Die Ossis fliegen zum Mond. Ein kleiner Schritt für die Ossis, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Liebe Ossis, bleibt doch hier. Tut mir einen Gefallen, schaut mir, liebe Ossis, was wollt ihr denn da oben auf dem Mond? Oder wollt ihr das wirklich, Bräuler aus der Tube? Also hier ist doch viel schöner. Nee. Es lohnt sich nicht, es lohnt sich nicht. Glaubt mir, es bleibt doch hier auf unserem schönen Planeten. Ihr zahlt 100.000 von Mark, steigt da oben aus im Raumanzug und sagt, Mensch, guck mal, Mutti, genau wie zu Hause. Ja, es bringt nichts. Hier, das sind die wahren Werte. Yes. Ja, schau, Sie haben sich alle drei ganz eng zusammengekuschelt, aber Sie kommen ja wieder zurück an den Kaninchenzüchterverband, wo wir Sie ausgeliehen haben. Meine Damen und Herren, das letzte Mal in diesem Jahr, dass wir ein Türchen öffnen vor der Kamera. Und schauen Sie, wir haben es extra groß gemacht. Das hier ist unser Adventskalender. Unser Liebling des Jahres 1999. Hier sind alle Kandidaten. Das Jahr begann mit einem echten Knaller. Liebling des Monats Januar und dann gleich auch noch im Februar. Ex-Miss Tagesschau, Susanne Stahnke. Guten Tag, liebe Zuschauer, ich bin Susanne Stahnke. Die blonde Charakteraktrice und hochintelligente Strapsträgerin machte sich daran, Hollywood aufzumischen. Ich möchte kreativ sein, ich bin eine freie Künstlerin. Die berühmten Hollywood-Produzenten Gutman, Immerman und noch ein anderer Man rissen sich nur so um sie und überschütteten die Stanky mit Filmangeboten. Susan Stanky und Jack Nicholson in Die Haxen von Eastwick. Unterstützt wurde sie dabei von ihrem Manager und Lebensabschnittspartner Thomas die Mütze Gericke. Ein Traumpaar, das nichts auseinanderzubringen vermochte. Ich höre immer sehr, sehr gern seinen Rat. Und wir haben von Natur aus meistens schon immer eine Meinung. Kann ich das Bild noch mal sehen? Weil immer, wenn ich dieses Bild sehe, frage ich mich, wer von beiden ist jetzt eigentlich die Bauchrednerpuppe? Eine starke Frau mit einer kühnen Vision. Das nötigte nicht zuletzt Harald Schmidt unbedingten Respekt ab. Fassungslos reagierte er auf die Häme nach ihrem unerwarteten Karriereknick. Sie könnte ja eigentlich sowas werden wie Marion Gilzer früher in Hollywood, indem sie einfach hochfährt an dieses berühmte Hollywood-Sign, den Schriftzug, und dann einmal täglich dort die Buchstaben umdreht. Susanne Stahnke, eine absolut heiße Favoritin auf den Titel. Eine hocherotische Figur bescherte uns auch die Wahl im März, Bodo Hombach. Für den smarten Kanzleramtsminister ging dann leider manches schief und seine Karriere steil bergab. Und ich gehe definitiv nicht ganz weg aus Deutschland. Danke. Die Basis ist hier und ja, danke, ich liebe Susanne. Mein Publikum und danke. Dafür arbeite ich. Das wär's fürs Erste. Wenige Tage später wurde Bodo dann auch noch von diesem Herrn entthront.
Oscar Lafontaine. Politik mit menschlichem Antlitz. Man klebt das Gesicht von... Der Teilzeitliebling des Monats, meine Damen und Herren. Oscar Lafontaine. Der aparte Vorzeigefinanzminister und sinnenfrohe Hobby-Bon-Vivant schied Knallauffall aus allen Ämtern, avancierte zur Privatperson. Der Bruch mit Schröder hatte sich für Eingeweihte allerdings schon viel früher angedeutet. Oscar und Bodo, zwei weitere hochkalibrige Titelaspiranten. Und dann ist der Herr Gattmann auf mich zugekommen. Und da möchte ich einen Künstler sehen, der an der Stelle gesagt hätte, nein. Psst, sei mal still, Susi, ja? Liebling im April, Oliver Kahn. Der allerbeste Torwart von der ganzen Welt war seit 7.439 Minuten ohne Gegenwitz in der Harald-Schmidt-Show. Durch herausragende Aktionen wie diese brachte er sich wieder nachhaltig ins Gespräch. Anschließend tobte er tagelang als Bildschirmschoner durch unser Studio. Flying Olli! Im Mai katapultierte sich dann dieser Mann in unsere Herzen. Rupert Murdoch. Das exzentrische Super-Teletubby aus dem Land, wo sich Kängurus und Koalas gute Nacht sagen, kaufte dem Frauensender TM3 die Champions League-Rechte und schuf damit eine innovative weibliche Form der Fußballreportage. Ein Novum gab es im Juni. Erstmals wurde ein komplettes Land Liebling der Show. Österreich. Und all das nur, weil Harald so gerne mit bunten Klebebändern hantierte. Servus Österreich! Christian! Und dann ist auch der Produzent gekommen und hat definitiv dieses Angebot nochmal bekräftigt. Und nun habe ich den Vorvertrag unter... Susi, lass es. Im Juli mussten wir uns dann um Jürgen Fliege, diesen positiv Verrückten des Nachmittagstalks, kümmern. Der Bayerische Rundfunk wollte seine Sendung absetzen, weil er in einem Interview angeblich von Gott, diesem großen Gangster da oben, gesprochen hatte. Dabei hatte Fliege nur gesagt... nicht mit uns. Wir erhoben Einspruch. Fliege flog nicht, sondern blieb. Das hatten wir nur auch wieder nicht gewollt. Herr Gattmann hat vorgeschlagen, dass ich das Problem der Grauwale in Deutschland einmal aufzeigen könnte. Das habe ich sehr gern gemacht. Und Pierce Brosnan hat so... Eddie die Schnecke Irvine, unser Liebling im August, war hingegen ein echter Fehlgriff. Kein Ersatz für Schumi. Immerhin konnte sich Schmidt so einen Lebenstraum verwirklichen und einen echten Ferrari auf die Showbühne hieven. Kaum war der Edelschlitten da, knallten bei dem sonst so zurückhaltenden Schwaben alle Sicherungen durch. Dann kam unser September-Liebling, Stansi Kullernigge. Wer war das denn? Im Oktober katapultierten sich die frisch verliebten Tennisschnuckelchen Steffi Graf und André Agassi in alle Herzen. Selbst in unserer Show konnten die beiden scharfen Luders nicht voneinander lassen. Edelgard Buhlmann, die niedliche Super-Bundesbildungsministerin der SPD, avancierte völlig überraschend zum November-Liebling. Wir recherchierten. Edelgard war die erste Sozialdemokratin auf dem Mond. Und schließlich im Dezember kam er, André Rieu, der holländische Geigengott, der zierengelgleiche Zupfgeigenhansel aus Maastricht. Ein Mann mit einer echten Vision. Zum krönenden Abschluss des Jahres beglückte der Puschel Paganini auch unsere kleine Familienshow mit seiner strahlenden Präsenz. Ein Jahr im Zeichen überragender Persönlichkeiten. Jedem von ihnen gebührte die Auszeichnung. Doch nur einer kann sich die Krone aufsetzen. Wir sind gespannt, auf wen die Wahl fällt. Placido Domingo hat auch so etwas wie ein Lebensmotto mir mit auf den Weg gegeben, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Auch wenn man manchmal... So, jetzt kommt links und rechts was aufs Schnappermäulchen. In wenigen Minuten, meine Damen und Herren, das Ergebnis. Vorher noch eine kurze Meldung, die uns sehr gefreut hat. Zu wissen, gestern Abend Anke Engelke zu Besuch und wir haben noch mal drüber gesprochen. Anke Engelke hat mir zum Geburtstag diese Holzkugel-Sitzkissen geschenkt und ich habe das gespendet für die UNICEF. Die hat es unter dem Patronat von Sabine Christiansen für einen wohltätigen Zweck versteigert und heute kommt das Dankschreiben der UNICEF. Lieber Harald Schmidt, danke für den Erlös am 19.12. Für den Kugelsitz wurden in Stuttgart ersteigert 30 Mark.
Ein schönes Ergebnis. Das ist Platz 25 von 25 Artikeln. Platz 24, 50 Mark, waren der Gipsarm von Karl Moik. Und schauen Sie selber, was alles wegging. Der Sockenanzug von Wigald Boning, 1500 Mark. Ein Versace-Frack von Thomas Gottschalk, 1000 Mark. Und ein Armkleid von Gudrun Landgräbe. Sagen wir, wie viel. Hier ist die Zahl. Hier, rechts, höher, höher, Peter den Bolzen. 100, was? Hier, 200 Mark. Und ganz oben, zeigt es nochmal bitte, 30 Mark. Kugelsitz von Harald Schmidt und man bedankt sich. Davon können zwei Kinder gegen 5 Krankheiten geimpft werden, schreibt uns der UNICEF-Beauftragte. Schöne Sache und danke auch an den wohltätigen Spender, der 30 Mark dafür ausgegeben hat. Jetzt, meine Damen und Herren, ist es soweit. Wir haben die ersten Hochrechnungen zum Ergebnis Wahlliebling des Jahres. Und die erste Hochrechnung ist schon relativ präzise. 34 von 104 Bezirken. Sie sagt Folgendes. Susanne Stahnke, 8% nach dieser ersten Hochrechnung vorwiegend in. 9% für André Rieu, das ist überraschend, knapp vor Susanne Stahnke. Dann haben wir den nächsten Punkt, Oskar Lafontaine, 7%. Und haben wir noch einen vierten. Ja, oh, Edelgard Buhlmann, aber es ist in einem traditionellen, frauenstarken Arbeiterbezirk ausgewählt worden. 53%. Können wir das vielleicht noch ein bisschen genauer? 23% für die Sonstigen. Ja, wie sieht es aus, wenn wir das ein bisschen genauer fassen? Und eine Landfrauen in Thüringen. Ja, wie sieht es da aus? Da hat man schnell ausgezählt. 11%, schon ein bisschen mehr für Susanne Stahnke. Dann kommt der zweite Kandidat Jürgen Fliege, 8%. Der Theologe tut sich schwer im ländlichen Raum. Der dritte Kandidat Bodo Hombach, 4 Promille. Ja. Schade. Und der vierte, Egon Krenz. 92. Da fällt mir ein. Egon Krenz, meine Damen und Herren, wäre es nicht Ironie des Schicksals, wenn sich Dr. Kohl und Egon Krenz bald beim Hofgang treffen? Mach mal Platz. Das wäre hart mit der Kugel dran. Oder Basketball im Hof. Ja. Die beiden Architekten der deutschen Einheit, kann man sagen. Ja, und wir haben noch eine Berlin-Marzahn. Oh, da sind wir. Wie sieht's in Berlin-Marzahn aus? Ja, so. Ja. Jetzt frage ich die Regie, haben wir noch eine Hochrechnung? Wir haben noch eine Hochrechnung. 102 von 104 Bezirken. Meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, die Entscheidung. Darf ich die Regie mal bitten, dass sie uns das jetzt einspielt? Aus dem Ulrich-Deppendorf-Haus in... Ja, 99% für Susanne Stahnke. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Sonstige 1%. Das heißt, meine Damen und Herren, der Liebling des Jahres 1999. Herzlichen Glückwunsch, Susanne Stahnke. Ein Ergebnis, meine Damen und Herren, das, ehrlich gesagt, nicht überraschend kommt, aber dass es so schnell so deutlich war, der Kommentar dazu jetzt von unserem Kollegen Günter Holzbostel vom Norddeutschen Rundfunk. Das hätte man ja ahnen können. Sat.1 Lästermaul Schmidt und seine erbötigen Spießgesellen dürfen sich getrost auf die Schulter klopfen. Finis sanctificat media. Allein, was hilft's? Die Wahl zum Liebling des Jahres ist längst mehr als ein beliebiger nationaler Ehrentitel. Es ist ein weltweites Politikum. Doch, pardon, Herr Schmidt, die Frage muss erlaubt sein. Wie sieht es eigentlich mit der Transparenz des Wahlmodus aus? Wie kann es sein, dass schon vor den Stimmabgaben erste Hochrechnungen vorliegen? Wie kommt es, dass ich hier sitze, einen Kommentar spreche und schon ganz genau weiß, dass der Liebling des Jahres Susanne Stahnke heißen wird? Ist das seriöse Stimmenauswertung im Sinne demokratisch bewährter Spielregeln? Oder ist es schlicht massive Wählerverarsche? Durch diese hohle Blonde muss er kommen, so dachten wohl die Verantwortlichen. Verdammte Scheiße, so denkt der kleine Mann. Da nimmt es nicht Wunder, dass Politik und Wahlverdrossenheit fröhliche Urstände feiern. Die Zeche zahlt wieder mal der Zuschauer. So viel sei gesagt, Herr Schmidt. Es ist 5 vor 12. Nee, wir haben 10 nach 3, Herr Holzbostel. Oh, dann geht die vor. Susanne Stahnke. Und wir werden dieses Bild jetzt draußen in unserer Galerie
mit den Lieblingen des Jahres, meine Damen und Herren, verewigen unsere Showband Helmut. Here we go. Zu diesem Ergebnis. Gewinner soll gewinnen. Der richtige Gewinner. Das ist natürlich scheiße, ne? Dann würde ich behaupten, das ist ganz, ganz schlimm. Wer so bescheißt, auf Deutsch gesagt, der muss auch sehen, dass er dafür haftet. Müssen wir auch, wenn wir was machen. Ja, ist traurig, dass das passiert ist. Die Wähler darf man doch nicht so betrügen, ne? Und belügen vor allen Dingen, ne? Ja, das finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Das ist ja eine reine Katastrophe. Meine Damen und Herren, mein erster Gast heute Abend, früher bei Viva, jetzt bei DSF, zurück aus Hawaii. Und es ist eine tolle Sache für uns, dass er, obwohl er noch jetlagged ist, wie das in der Flugsprache heißt, die Gelegenheit wahrgenommen hat, als erstes bei uns vorbeizuschauen, in der letzten Show in diesem Jahr, um uns Bericht zu erstatten von den Inseln im Pazifischen Ozean. Herzlich willkommen, Nils Buckelberg. Schön, ihn mal wieder bei uns zu haben, an diesem doch historischen Datum. Ja, total. Wie ist Hawaii? Ich war nie da. Hawaii ist eigentlich ziemlich langweilig. Oh ja? Gott, oh Gott, ja. Also ich habe ja auch gedacht, ich komme da hin und werde schon am Flughafen empfangen in Baströcken. Also nicht ich, sondern von Frauen in Baströcken. Ja. Mit Kokosnussschalen-BHs und so. Du wohl Liebe und so. Ja, ja. So ja. Ungefähr mit ja. So einer Blumenkette ja. Und so. Das war aber alles nichts. Ich kam am Flughafen, mein Gepäck war nicht da. Und dann sind wir in unser Apartment gefahren, haben uns ein bisschen eingerichtet. Ich habe mir dann im Secondhand-Laden ein paar Klamotten geholt, damit ja. Ich auch über die Tage kam. Und jetzt hat uns niemand gesagt, dass Dezember der Monat ist, in dem es in Hawaii am meisten regnet. Also da sind dann 27 Tage von 30 sind Regen. Könnte man ne? Da direkt von einer Regenzeit sprechen? Ja, könnte man sagen. Es ja, wäre ja, ein ja. Passender Terminus. Ja. Und ja, so sah es dann halt aus. Also es war total verregnet auf Maui. Wir waren dann noch in Honolulu. Ja. Also das ist ja auf Oahu, auf der Moment, Oahu ist die zweitgrößte Insel der ganzen Eiländer. Ja. Big Hawaii ist die größte. Ein Archipel, wie man ja, sagt. Ja, ein Archipel, ja. Genau. Ja. Und naja, dann waren wir halt auf Oahu, wo Honolulu ist, die Stadt. Also das ist auch die Insel, auf der Magnum und alles gedreht wurde. Also ja. Hawaii-Klischees. Und da am Strand sieht es dann halt aus wie an der Adria. Also es macht null Unterschied.
Wirklich wahr? Ja, und ja, die hohen Wellen. Und ich meine, du bist ja da sicher rein und hast gesurft und getaucht und Fun. Naja, nicht ganz. Also, wir haben ganz viele Surfer interviewt in unserer Sendung. Ne? Das ist ja auch total wichtig. Wieso bist du nicht ins Wasser? Weil ich nicht schwimmen kann. Ist das nicht in dem Alter noch nachzuholen und zu lernen? Naja, also das ist jetzt mein anderer Wunderpunkt. Ich finde das ein bisschen peinlich, jetzt noch so zu lernen. Wieso dein anderer Wunderpunkt? Neben? Nee, also einfach, nein, dass ich sowieso nicht kann, wäre es auch einfach total peinlich, jetzt zu lernen. Also Hawaii eher schade um den weiten Flug, ja? Also es war schon schön und wir sind mit Lufthansa Business Class hingeflogen. Hey, da das kann man, glaube ich, die Füße schon ausstrecken ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Business Class. Ja, das ist ganz nett. Da sitzt man nur zu zweit oder so in der Reihe. Ich hatte zweimal das Glück, immer in der Mittelreihe zu sitzen. Aha. Aber einmal am Gang und einmal in der Mitte und da sind dann drei Leute. Ja. Also. Und wo sind deine Koffer abhanden gekommen? Das ist auch eine geile Geschichte. Und zwar folgendermaßen: Du kommst dann nach Los Angeles, also wir sind über Los Angeles hingeflogen, ne? Und von Frankfurt nach Los Angeles mit Lufthansa und danach dann mit United, also von Los Angeles nach Maui. Und dann kommst du in Los Angeles an, da ist dann so ein Gepäckband, da musst du deinen Koffer nehmen, 5 Meter weiter tragen und aufs nächste Band legen. Ja. Warum die da keine Träger für haben, weiß ich nicht. Oder warum es halt durchgecheckt wird. Ja, ja. Ja, das ist ja eigentlich durchgecheckt. Ja. Aber man muss es trotzdem halt noch 5 Meter tragen. Völligster Schwachsinn eigentlich. Ist ja auch egal, keiner weiß warum. Habe ich gedacht, mache ich das mal, stehe ich halt am Band. Und das Band wurde zumindest von Koffern und Menschen immer leer. Nur ich stand noch da, weil mein Gepäck nicht da war. Ne? Und dann habe ich mich also zur Gepäck... Nee, das kam gar nicht erst in Los Angeles an. Nee, das war gar nicht in Los Angeles. Dann stelle ich mich also an die Gepäckermittlung zu so ein paar, weiß ich nicht, Kubanern und hysterischen Schweizern. Die so, doch, und so, ne? Wie die halt so sprechen. Ich kann das nicht so gut nachmachen. Und warte halt irgendwie 2 Stunden oder so, bis ich da mal dran bin. Weil es halt auch total... Ich bin ja nicht so... Ich kann mich da nicht so gut durchsetzen gegen so Leute. Ne? Also wenn die Leute also dann stehe ich immer so, ja, dann mach du erst mal, dann mach ich halt danach, bevor ich jetzt hier irgendeinen Stress anfange. Man weiß ja nie, wie Kubaner am Flughafen so reagieren, wenn man da sagt. Wobei der Kubaner an sich sehr, sehr, sehr friedfertig ist und sehr Buena Vista drauf ist, also Social Club-mäßig. Total Social Club-Style. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, aber das erst im Nachhinein, ist ja auch egal. Und dann stand ich da und dann bin endlich dran gekommen. Ne? Ja. Und dann sagt die Frau zu mir, nachdem ich ihr meinen Gepäckschein und Ticket gezeigt habe, ach so, ja, Sie sind das. Ich habe von Ihrem Gepäck hier gerade eben irgendwo gelesen. Warten Sie mal. Und guckt so Sachen durch und so. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich weiß, dass es noch in Frankfurt ist. Und ich so, ja, das heißt, ein Mitarbeiter der Lufthansa hat aus Versehen, und das kommt selten genug vor, vergessen, dein Gepäck einzuladen. Wahrscheinlich. Und das ging aber dann noch weiter. Es wird echt noch besser. Ho, 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 ho. Das wollen wir hoffen. Joke. Das war bloß ein Joke. Und zwar? No, das war bloß ein kleiner Joke. Ja, und zwar? Also auf jeden Fall, ich bin dann halt nach Hawaii geflogen, wie gesagt, kein Gepäck da und so. Bin dann da zur Gepäckermittlung von United gegangen, habe gesagt, hier und da, Adresse gegeben und so weiter. Dann saß ich halt in diesem Apartment und gedacht, jetzt rufe ich doch da mal an bei der Lufthansa in Deutschland. Ne? Ich bin ja ein cleveres Kerlchen, rufe ich mal an und frage mal, was da so passiert. Und dann rufe ich halt bei Lufthansa an, also in Deutschland war es 2 Uhr morgens, sag so, hallo, Bokelberg, die so, schön, bla bla. Und dann sage ich so, ja, ich bin jetzt hier auf Hawaii für 4 Wochen, mein Gepäck ist allerdings aus Frankfurt nicht mehr hier angekommen und ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich muss ja auch ein bisschen arbeiten und so und brauche halt ein paar Klamotten. Und die Frau in dieser Hotline sagt dann so, ja, und was soll ich da jetzt machen? Und ich so, ja, es wäre irgendwie eine klasse Aktion von Ihnen, wenn Sie mal gucken, wo mein Gepäck ist, so in Ihrem Computer oder so. Sie müssen das ja wissen. Ja, nee, also seit einem neuesten Abkommen, und das hat sie wirklich gesagt, das ist sehr interessant, finde ich, seit einem neuesten Abkommen ist es so, dass sich immer die letzte Airline um das verschwundene Gepäck kümmern muss. Und dann habe ich zu dieser Frau gesagt, das heißt also, dass die United dafür schuld ist, dass die Lufthansa mein Gepäck verbummelt hat. Und dann sagt die so, das ist doch noch gar nicht bewiesen! Das ist doch gar nicht bewiesen! Ja, aber mir wurde doch gesagt, dass das nicht mal aus Frankfurt rausgekommen ist. Aber das ist doch gar nicht bewiesen! Und da hat sich total aufgeregt. Bei ihr war es 2 Uhr morgens, ja? Ja, ja. Und sie ist dann total wach geworden, völlig so ein Adrenalinschub, hat sich total aufgeregt. Ja. Nur um dann plötzlich aus heiterem Himmel, und überhaupt, und...
haben Sie sonst noch einen Wunsch? Aber wirklich original. Und ich so, und hab dann so aufgelegt, weil mir das echt ein bisschen so unheimlich war. Also man weiß nicht, ob da gerade irgendwie so eine Amokläuferin die Lufthansa-Servicezentrale gestürmt hat oder so. Stimmt. Das war ganz schön bizarr. Aber das ist ja interessant, eine Fluggesellschaft, das ist glaube ich die Star Alliance, heißt das. Ja, genau. Also ganz viele Fluggesellschaften, die zusammenarbeiten und man hat sich wahrscheinlich gesagt, Kinders, nehmt es locker mit dem Koffer, weil die Jungs von United können sich in Zukunft drum kümmern. Ich hatte immer gedacht, das würde Star Alliance ausgesprochen. Ach so. Kann aber auch Alliance. Gibt es denn Alliance? Gibt es das? Ich glaube nicht. Aber wieso Star Alliance? Das wäre ja französisch. Und es sind doch gar keine französischen Fluggesellschaften dabei, oder? Ist Air France da nicht mit drin? Das ich, weiß nur, dass die, ich weiß nur, dass Air Italia ist nicht mit drin. Ne? Weil die sind total beliebt bei so total viel, wirklich, die sind total beliebt bei den ganzen Businessleuten für die Atlantikflüge. Also Air Italia und Air Singapur, glaube ich, oder so. Weil das die einzigen sind, bei denen man dann noch rauchen darf. Deswegen sind die immer total ausgebucht. Ja klar, hör doch mal. Ja, und bei Landung einstellen, nur in den Aschenbecher reinhalten und kaum. Nils, mein Lieber, sag mal, hast du schönes Material für deine Sendung von Hawaii? Ja, da haben wir ganz schön viel gefilmt. Wir haben auch einige lustige Sachen gemacht, weil wir durch einen super Zufall, der uns natürlich absolut zugute kommt, fällt die vorletzte Sendung dieses Jahr auf den 24. Dezember, also morgen. Wie viel Uhr? 22.30 Uhr. Ja. Und die letzte eben Silvester, 31. 22.30 Uhr. Und das sind natürlich Quotenzeiten fürs DSF. Ja, also Heiligabend um halb elf wird viel geguckt, gerade DSF, ne? Ja, denke ich mir auch. Weil ich meine, lief ja sonst immer Austrian Giants oder so. Hast du das schon mal gesehen? Nee, was ist das denn? Das ist ganz geil. Nee, das ist so Austrian Österreich, ne? Ja, Goethe, wer ist die Österreich? Und, so. Und das sind dann alles so Muskeltypen, so Bodybuilding, aufgepumpte Typen, die dann da so Steine ziehen oder so Laster ziehen. Habe ich mal gesehen, ist toll, So Baumstämme und Autoreifen und so. Um so eine Säule rum. Ja, genau, das ist total schöne geil. Schöne Sache. Finde ich auch, da wollen wir auch nächstes Jahr unbedingt eine Sendung von machen. Da auch mit mehreren Kameras, damit ich zu Hause entscheiden kann, aus welcher Perspektive ich das sehe. Ja, das ist ja meistens ist das ja Deutschland gegen Österreich. Ne? Ja, wer denn sonst? Und dann so, dann sieht, ja, natürlich der klassische Krieg. Nils, wir haben ein schönes Mädchen, das draußen wartet. Ja. Ja. Ja? Das heißt, für dich Gelegenheit, noch Weihnachtseinkäufe jetzt zu machen. Oder bist du ein Festort, immer ein gern gesehener Gast. Nächstes Mal mehr über deinen tollen Öko-WG-Bauernhof. Alles klar. Schöne Weihnachten, komm, gutes neues Jahr. Danke. Nils Bockeberg, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast ist 18 Jahre alt, macht im Mai sein Abitur und gewann unter 20.000 Bewerberinnen den Model Contest der Agentur Metropolitan bei unserer Freundin Arabella Kiesbauer. Herzlich willkommen, Nele Clausen. Hallo. Bitte. Das ist ein Outfit. Ist das schon Paris? Nein, das ist Frankfurt. Selber gekauft, selber ausgesucht? Nee, geliehen. Das heißt, du wirst schon ausgestattet von der Agentur, wenn du wohin gehst in eine Show oder wenn du Fototermine machst, da sagen, Kind, zieh das hier an. Ja, so ungefähr. Die kümmern sich dann schon um dich, ja? Ich meine, das ist ja wirklich ein enormer Erfolg unter 20.000 Bewerberinnen. Und ich habe die Sendung zufällig auch gesehen mit Arabella. Und ich wäre auch für dich gewesen. Die anderen Mädchen waren auch sehr, sehr gut. Aber du hattest irgendwie so diesen Kick mehr, das gewisse Etwas. Und weißt du selber, was es ist? Nee, ich meine... Nö. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Weißt du, wenn man es wüsste, dann würde man schon zu viel drüber nachdenken und so. Und dann ginge dieser naive Charme flöten. Ich habe es vorhin unseren jungen Girlies schon gesagt, diesen kleinen Ludern zu Hause. Du machst im Mai Abitur. Ja, ja? Und da gibt es auch kein Vertun? Nein. Bist du eine gute Schülerin? Geht so. Was heißt, wie viele Punkte werden das werden in den Leistungskursen? 8, 9. In Englisch und Geschichte sieht sich ganz so gut aus, aber... Oh. 8, 9, das wäre für... Ja, früher wäre das gewesen befriedigend, oder? Ja, ja, genau. So, was macht ihr in Geschichte gerade? Was muss man da wissen im Leistungskurs Abitur in diesem Jahr? Im Moment machen wir Antike. Antike? Ja. Das heißt Griechen? Auch, oh. Ja. Was nimmt man denn da so durch? Naja, Antike. Aber ich... Braucht man ja eigentlich nicht mehr, oder? Antike. Macht ihr auch so zeitgenössische Sachen zum Beispiel? Macht man auch so der Unterschied zwischen Bundeskanzler und Bundespräsident oder so? Nee, das ist mehr Sozialwissenschaften. Aha, das lernt man gar nicht in der Geschichte. Sondern die Geschichte endet wann? 1933? Oder wie weit geht man da? Nee, schon ein bisschen weiter. 45.
Ja, Wiedervereinigung machen wir auch noch. Also bis 89? Ja, doch. Wiedervereinigung. Gut. Jetzt natürlich möchtest du das ausnutzen, die große Modelkarriere. Du warst doch schon in Paris bei einem zweiten Wettbewerb. Ja. Was war das für ein Wettbewerb? Das war der Metropolitan Top Model Contest of the World. Und da bist du unter die letzten 15 gekommen? Ja, ja, was auch von 40. Unglaublich ist, ja, denn da kommen ja Mädels an. Da kann man diese schmierigen, öligen kleinen Agenten schon verstehen, dass denen mal, wie soll ich mal sagen, irgendwas platzt. Ja? Aber, das soll man sagen. Moment. Dann werden doch sicher deine Eltern auch beunruhigt sein oder die Großeltern, die Oma. Ja, ja klar. Man liest jetzt in der Zeitung eine. Bei deiner Agentur ist es nicht so. Nein. Nein. Wie wird man da behandelt als junges Mädchen? Ja, nett. Nett. Hat man auch einen älteren Herrn, der sich um einen ein bisschen kümmert? Oder sind ja, da, ja, ja schon. Aber nicht in dem Sinne. Nee, sondern was macht er? Sagt, Jerry, ihr ist mal erstmal 100 Dollar und kauft dich mal einen Kajalstift oder so. Oder wie kümmert er sich um euch? Geht man also abends weg? Auch manchmal, ja, aber ja. Das ist nicht, nicht in der Regel so. Also du machst dir da keine Gedanken? Nein. Ja. Unterstützen das deine Eltern, dass du diese Modelkarriere einschlägst? Ja, mein Vater ist hellauf begeistert. Ja? Ja. Meine Mutter eigentlich auch, ja, die ja. unterstützt das. Aber die Oma soll ein bisschen, wie soll ich sagen, besorgt sein, habe ich gehört, oder? Ja, meine Oma ist dann schon besorgt, dass ich nicht in diese Schiene reingerate. Das ist wie mit dem Elite-Skandal und so. Just say no, haben wir früher gesagt, als ich noch Model war. Weißt du? Ja, mich wollte auch jeder in der Kiste haben. Nein, das ist schrecklich. Aber es sind wirklich nur einige wenige 10.000 schwarze Schafe. Der Rest ist okay. Und man kann da beruhigt sein, wenn die Agentur seriös ist. Das heißt, du musst nach New York ziehen? Bis jetzt noch nicht. Also nee. Ich gehe nach dem Abitur für einen Monat nach New York. Ja. Und was dann weiter passiert, lasse ich mich dann überraschen. Das heißt, was machst du in New York? Da gibst du erstmal deine Setkarte überall ab und stellst dich vor. Genau. Ja. Und hast du auch schon Aussichten, bei einem Wettbewerb zu laufen oder bei einer Modenschau? Nee, im Moment noch nicht, aber ich denke, das kommt wohl. Das macht die Agentur. Ja. Hast du Geld bekommen für den Gewinn des Preises? Ich habe den Vertrag im Wert von 100.000 Dollar gewonnen. Aha, das ist schon mal nicht schlecht. Nee, ja? Das heißt, okay. Der Vertrag garantiert dir 100.000 Dollar Einnahme. Genau. Ja, das sind ja fast 200.000 Mark ja. bei heutigem Kurs. Das ist ja schon eine ganze Stange Geld. Ja. Willst du auch studieren? Je nachdem, aber ich denke doch vielleicht ja. Erstmal gucken, wie das mit der Modelkarriere genau. läuft. Ja? Wichtig ist, dass du da so sympathisch und im besten Sinne unverdorben bleibst, wie du jetzt bist. Wir haben das oft gehabt, dass wir junge Mädchen hier hatten als Models. Nach einem Jahr kamen sie wieder, hatten gefärbte Haare und lackierte Fingernägel. Und ich habe gesagt, werf diese Ludern raus, nicht an meinem Tisch. Ja, man ekelt sich richtig als anständiger deutscher Mann. Was aus unseren Mädels wird, nein, aber ich glaube, bei dir brauchen wir uns keine Sorgen machen. Danke, hast du einen Freund? Ich bin noch nicht verheiratet. Du bist noch nicht verheiratet, aber du hast einen festen Freund. Ja. Okay. Was macht der beruflich? Der ist zurzeit Zivildienstleister. Aha. Ja. Also, das ist eine gute Basis. Das sind sehr anständige Männer, das war ich auch. Ja. Die kennen das Leben von der teilweise auch harten Seite. Und das sorgt dann dafür, dass so eine gesunde Basis ist. Und ihr könnt ja sicher jeden Tag telefonieren, wenn du dann in New York auf Piste gehst. Ne? Bestimmt, ja. Denn er bleibt doch hier. Erstmal. Ja, selbstverständlich. Aber er will später nachkommen? Je nachdem, es kommt drauf an, wie lange ich da bleiben muss. Also. Ja, also vielleicht ist es auch besser, dass die Liebe intensiver wird, wenn ihr euch eine lange Zeit nicht seht. Weißt du, du in New York und er, wo ist er? Zieh wie ihn haben? Ja. Ja. Also, ich drücke euch die Daumen. Wo verbringst du Silvester? In Berlin. Oh, am Brandenburger Tor. Genau. Da werden 2 Millionen Leute erwartet, das weißt du. Jaha. Ja. Sat.1 hat er alles hingeschickt, was gut oder teuer ist. Und da wirst du mit Raven, sagt man wohl bei euch jungen Menschen. Ja, wenn denn die Musik danach ist, ja. Ja, bei Sat.1, Modern Talking und so. Also, das geht richtig ab. Ja, ja. Nele, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir viel Erfolg. Vorsicht in New York, diese Stadt kann gefährlich werden. Ja. Aber du wirst das gut bestehen. Meine Damen und Herren, das war's von uns in diesem Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Meine Damen und Herren, alles Gute. Tschüss.